Ich hoffe, ich bin super zu hören. Die Musik ist auch zu hören im Hintergrund. Ja, na dann. Schreibt gerne in den Chat. Ich werde ab und zu mal hingucken in den Chat. Und da auch mal, falls ihr mal eine Frage habt, könnt ihr sie auch gerne in den Chat schicken, in den Livestream-Chat. Da werde ich auch darauf antworten. Ich habe hier nämlich, ich habe es gar nicht abgezählt, aber es ist hier wirklich eine Menge Fragen. Ich habe hier wirklich, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich regelmäßig so mal ein Video gemacht habe, so mit zwei, drei Fragen, mit 5 oder 6 Fragen drin, habe ich es halt irgendwie vernachlässigt und nicht mehr gemacht. Jetzt machen wir einen ganzen Stream jetzt voll und ich arbeite die Fragen mal einfach durch bis nach oben und damit wir da mal Platz haben, weil das ist langsam. Ich hoffe, das Hemd ist nicht zu schlampig hier für den Stream. Ich dachte mir mal so ein bisschen was Buntes anziehen, sonst immer schwarze Klamotten an so. Ich hoffe, der Ausschnitt ist nicht zu groß, das war bei hier jetzt nicht. Das wollte mir hier nicht in den Ausschnitt gucken. Ja, ich würde mal sagen, die erste Frage, also die Fragen, die ich hier habe, sehe ich hier gerade vor 10 Monaten. Das ist hier wirklich, vor 10 Monaten wurden die gestellt, also ist schon, sorry, die Fragen gestellt haben. Das ist halt wirklich, ich habe da wirklich lange vernachlässigt. Die erste Frage ist, was bringt dich zum Lachen, wenn dir nicht danach ist? Zum Lachen, wenn mir nicht danach ist, also ich bin ein Typ, der von Tiervideos, also Tiervideos kann man, also so lustige Kätzchenvideos jetzt nicht unbedingt, aber so wenn so dumme Tiere, die halt irgendwie dieses berühmte Katzenbild, wo die Katze hier über das Fenster springen will auf den nächsten Balkon und darunter kracht und zwar, das ist so ein paar auf Instagram in den Stories mal so ein bisschen in den Reels da mal so ein bisschen durchscrollen. Da gibt's immer, ich bin da für Tiervideos bin ich unheimlich gut zu haben, dann lache ich immer sofort los, mich komplett. Da ist halt sowas, kriegt mich auch immer so Pannenvideos. Ich bin halt aus irgendwelchen Gründen auch irgendwie solcher. Bei Flip Floyd, was die hier Unusual Memes und so weiter, sowas kriegt mich auch. Ich merke, also ich krieg's auch, was, also Unusual Memes bei Le Floyd im Stream gucken, also deren Reacts zu gucken, das ist auch immer, das ist großartig, da werde ich auch immer. Es ist irgendwie lustiger, wenn andere da, also ich lache eher, wenn die anderen auch dazu, wenn halt zum Beispiel der Floyd in seinem Stream da auf reagiert und die drei Leute einfach lachen, das wird es gleich noch lustiger. Ja, da würde ich das, wenn man so, kann man die Frage so jetzt beantworten, ablegen. Ich würde sagen, ja, es bringt mich zum Lachen, wenn dir nicht danach ist. Ja. React-to's auf witzige Videos und auch so lustige Pannenvideos. Am liebsten von Tierchen, von so kleinen süßen Tierchen, die versuchen irgendwie Sachen zu machen, dran versagen. Und Musik ist aber gerade ein bisschen depri. Okay, was hat sich jemand von dir ausgeliehen, aber nie zurückgegeben, ist die nächste Frage. Muss ich ehrlich sagen, nichts. Also, ich leihe Leuten nicht viel. Also, es wollen auch wenige von mir was. Ab und zu, also, ich weiß noch in der Schulzeit, in einer der letzten Jahre, so 11. oder 12. Klasse, da
Da hat mir mal, das ist bis heute drin geblieben. Das war mein Lieblingskuli. Den habe ich den Lehrer gegeben. Das war so richtig, aber so ein richtiger, also nicht so ein billiger Werbekuli, sondern das war so ein Kuli aus Metall und der halt richtig gut schreibt. Den habe ich einem Lehrer geschrieben und gegeben, damit er mal im Klassenbuch irgendwas unterschreiben kann. Den hat er mir nicht zurückgegeben. Der gute Kuli, das ist der gute Metallkuli, das ist mein Werbekuli, hätte er behalten können, aber das habe ich jemand ausgeliehen, aber nicht zurückgegeben. Ansonsten, ja, damals immer in der Kindheit immer mit den von seinen Schwestern hat man immer was geklaut und die Schwestern haben von einem was geklaut. Das hat man sich dann zurückgeholt. Das ist, ja. Nö, eigentlich. Der Kudi in der Schule damals. Das nehme ich dem Lehrer bis heute übel. Mein Lieblingskudi, der teure. Ja, gut. Hast du dich an das Leben mit Corona gewöhnt? Die nächste Frage. Ach, so ein schweres Thema jetzt hier im Podcast. Quatsch. Könnte fast ein Podcast sein. Fragenbeantwortungsvideo. Dass du ihm ans Leben mit Corona gewöhnt haben. Puh. Ja, wer hat das nicht, muss ich mal sagen. Was heißt gewöhnt? Also so wirklich großartige Einschränkungen gab es für mich jetzt während Corona seit 2020 eigentlich nicht so großartig. Ich war schon immer eher ein auch weitestgehend introvertiertes. Auch ein Kind war ich, auch als Kind war ich eher introvertiert. Als Erwachsener jetzt war ich immer schon so introvertiert. Ich hocke hier zu Hause, also wenn ich von der Arbeit komme, setze mich hier wieder vor den PC und deswegen bin ich auch so fett, wie ich bin. Ich sitze auf Arbeit vor dem PC und wenn ich nach Hause komme, setze ich mich wieder vor den PC und dann hier Games oder mach Streams oder Let's Plays. Ich meine, Real Life draußen, was ist das? Das ist diese seltsame Dinge hier, die ja, an Corona gewöhnt, das auf Partys gehen und so weiter, vermisse ich nicht großartig, habe ich auch vorher nicht gemacht. Was ich wirklich vermisse, also das Einzige, so ist so ziemlich das Einzige, was ich wirklich an Corona bei Corona vermisse, ist die Gamescom und Messen. Ich war 2019 das erste Mal auf der Gamescom, 2019 die Gamescom, da war ich live vor Ort in Köln. Und 2020 war dann dieses verdammte Coronavirus und dann durfte ich nicht mehr, da war es dann. Da war dann die Messe gesperrt und 2021 auch. Ja, 2022, ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, ich hoffe, dass das dieses Jahr stattfindet. Leipziger Buchmesse war auch erst zugesagt, wurde auch erstmal gesagt. Das nur zu, aber hat man sich doch anders umentschieden. Da wurde dann doch kurzfristig noch abgesagt. Ich hatte schon Tickets für die Leipziger Buchmesse gekauft und dann wurde es Corona-bedingt abgesagt. Und ich, ganz, ganz ehrlich, ich muss euch, wenn ich momentan auf die Corona-Inzidenzzahlen gucke und auf die anderen Werte, es wird gerade in der Politik über Maskenpflicht, Lockerungen, Abschaffungen und Lockerungen auf allen Sachen, Maßnahmen, Abschaffungen geredet. Das ist ja, aber es sieht momentan nicht so aus, als ob es wird wie üblich, wir kennen es doch schon aus 2020 und 2021. Es wird im Sommer jetzt mal ein bisschen flacher werden, die Grafik so ein bisschen, es wird mal wieder weniger Ansteckungen geben, es wird mal ein bisschen ruhiger. Im Herbst kommt es dann zurück, passend zur Gamescom, es geht's dann wieder weiter und es kotzt mich eigentlich nur noch an, was soll man machen? Jetzt kotzt mich auch an. Ich würde auch gerne mal wieder auf die Games kommen. Wir haben da schon 2020 haben wir das schon vereinbart. Dass wir gesagt haben, das ist
ich mit Mordi und mit Prof und dass wir uns mal treffen auf der Gamescom, das war da mein Gehen. Ich würde mich gerne mit Mordi und mit Prof treffen, das ist einfach mal auf der Gamescom und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Streamer oder so, mit dem, die ich inzwischen kenne oder mit dem einen oder anderen Zuschauer oder so. Das ist halt, es ist so schade, aber ich denke, wir werden uns noch ein Weilchen mit Online Gamescom abfinden. Da werde ich jetzt auch dieses Jahr, wenn das wieder online stattfindet, ich werde wieder mit Mordi und nicht, ja, der Mordi wird dafür zu kriegen sein, das ist nicht das Ding. Da werde ich mal wieder mit Mordi wie letztes Jahr Gamescom Opening Night Live React machen. Da werden wir wieder ein paar Stunden drüber drauf reagieren, was dort angesagt wird an neuen Titeln. Dann werde ich wieder durch die Indie Arena Booth online. Ist auch mal großartig, also es ist nicht ansatzweise ein guter Satz für die Gamescom vor Ort, aber ja, es ist ein kleiner Trostpreis. Und ja, ich werde wieder etliche Tests aufnehmen und Spiele anprobieren und es ist, ich sag's mal so, also fürs Spiele austesten, fürs Entwickler kennenlernen, auf die deren Discord kommen und mit denen chatten und so weiter, auch mit denen in der Indie Arena Booth online durch die Chatfunktionen zu chatten und so weiter. Dafür ist die Online Gamescom wirklich besser geeignet als das Live Event vor Ort. Aber um Freunde zu treffen und sich mit, wofür eigentlich, was auch ein sehr wichtiger Teil, nicht der Hauptgrund, aber so ein sehr wichtiger Teil der Gamescom ist, das ist halt einfach. Außer wenn ich mal mit Mordi im Talk sitze, das ist und da mal, während wir durch die virtuellen Messer halt laufen. Ach, es ist, ja. Ich hätte gern mal wieder Gamescom. Ja, wo waren wir stecken geblieben? Corona war das, ja. Also bis auf die Gamescom und die Leipziger Buchmesse, auf die ich wirklich auch gern mal wieder gehen würde. Mal wieder. Ich war noch nie auf der Leipziger Buchmesse. 2019 auf die Buchmesse bin ich nicht gegangen, weil die war am 23.03. 23.03.2019, wisst ihr, was da los war? Da war ich natürlich in Berlin, da habe ich demonstriert gegen Artikel 13. Ach ja, 2019. Artikel 13 Demos. Leute, das kommt mir vor, 2019. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Heilige Scheiße. 2009, wirst du noch damals, 2019, ohne Masken auf der Gamescom, ohne Masken bei dem 23.03. zu 30.000 waren wir in Berlin. An Masken hatte noch keiner gedacht. Oh, Erinnerungen. Ich meine, ich bin jetzt, versteht, es legt bestimmt jemand irgendwie wieder falsch aus, ich bin grundsätzlich gegen Masken. Ich werde auch Masken noch weiter tragen, wenn die Pandemie vorbei ist. Falls die irgendwann mal vorbei sein sollte. Was ich langsam bezweifle, dass die irgendwann mal vorbei sein wird. Nicht vor 2025. Tja. Also Masken. Ich finde das sogar so eine einfache. FFP2-Masken finde ich ein bisschen. Ehrlich gesagt, ein bisschen nervig, weil sie sehr eng anliegen und hier am Ohr manchmal so ein bisschen zerren, aber so, die Community-Masken habe ich auch schon mehrere Farben getragen, die werde ich auch weiterhin in Schwarz und in Violett, sagen wir mal ein bisschen. Ich finde das ganz gut, dass man mal im Winter wärmst die Nase und den Mund, das ist verdammt praktisch, wenn man rausgeht im Winter. Und das ist halt einfach, das verdeckt deinen Mund, das ist Mundbereich, dass du musst dir keine Sorgen machen, dass du jemanden schräg anguckst und blöd lächelst. Also es ist für die Masken gut, aber das ist mal so ein bisschen, halt die es nicht müssen. Gut, genug über Corona geredet. Ja, ich habe mich natürlich, um die Frage zu beantworten, ich habe mich natürlich in gewisser Weise über an Corona gewöhnt. Das Maske tragen und so weiter. Ich weiß noch, wie Anfang 2020 war,
war das Maskentragen das schlimmste Problem. Das war, dass es war an den Brunnen beschlägt und das ist unangenehm. Und inzwischen haben wir weitaus andere Probleme als Maskentragen. Ja, man gewöhnt sich mit. Nach 3 Jahren Pandemie gewöhnt man sich dran. 2,5. 20, 21. Ja. Okay, was haben wir jetzt nächstes? Sag mal, wird die schlecht beim Achterbahnfahren? Immer. Ich bin absolut kein Achterbahnfan. Schon als Kind nicht. Als Kind wurde ich mal von meinen Eltern auf den Achterbahn gesetzt. Da wurde ich mal, das war. Ich wollte sofort wieder runter. Das ist. Ich bin kein, auch jetzt als Erwachsener, ich habe die Achterbahn. Nee, Achterbahn ist absolut nicht meins. Das ist. Da wird mir Speichelübel, das bin ich absolut, kann man einfach mit Ja beantworten, die Frage. Ich und Achterbahn sind absolut nicht. Ich mache auch im Freizeitpark eher so die, falls ich mal im Freizeitpark bin, kommt auch sehr selten vor, auch ohne Corona. Ich sag's mal so, ich bin auch im Freizeitpark eher bei den ruhigeren Stationen. Ich weiß nicht, was es da für Stationen gibt, keine Ahnung. Zum Boot fahren, solche sind Entchenbötchen, was? Das Wasser, keine Ahnung. Es ist Freizeitpark. Ich gucke mir die Sachen an, ich finde das so angucken und toll finden. Das ist mein Ding. Gut, nächste Frage. Was lässt dich immer gut fühlen? Hören wir gerade im Hintergrund? Musik. Musik ist also wirklich ohne Witz, das ist bei mir. Musik ist wirklich ein Ding, was mich glücklich macht. Das ist, wo ich dann, wenn es mir wirklich auch an schlechten Tagen, wenn es mir schlecht geht, mache ich mir YouTube an und höre auf meinen Kopfhörern hier ein bisschen Musik. Das macht mir wirklich Bock und Laune und da. Musik bewegt mich und macht irgendwie, dass es kann Laune bringen, kann wirklich, dass es auch ein bisschen melancholische Musik, das kann so ein bisschen, ja, melancholischen Mut machen. Ich bin durch Musik beeinflussbar, ja, das kann man so sagen. Ich finde, das ist Musik. Es macht Laune, so beschwingte Musik, das man das Gute. Ich höre keine bestimmte Musikrichtung, ich höre alles, was so gerade ist. Ich mache mir manchmal eine random von YouTube erstellte Playlist rein und da ich höre da, was da gerade kommt, das ist. Ich höre gute Musik, wie ich mal sage. Es ist halt einfach. Es gibt gute Songs von Pop und Rock und ich habe auch schon ein, zwei gute Songs von Metal gehört und so weiter. Das ist also. Ich höre quer durchs Beat, durch die Genres und ich mache da keinen Genre-Unterschied. Ich bin da. Ich höre alles, was für mich gut klingt. Das ist. Ja, ab und zu auch mal Klassiker. Ab und zu gibt es auch mal klassische Musik, die ganz gut klingt. Das ist. Manchmal klassisch, manchmal Pop und Rock, manchmal Hip-Hop, manchmal. Das kann halt wirklich auch so kann die Playlist auch mal wirklich aussehen. Klassikstück, dann Pop und Rock, dann Hip-Hop, dann Metal, dann wieder Waggy Musik oder keine Ahnung, es ist halt einfach quer durchs Beat. Hauptsache, es klingt schön.